muss schon einfach sagen, grüß euch Leiden zu einem neuen Video, zu einem geilen Auto. Grüß euch Avosch Sangria. Was? Ist schlimm, ne? Bayerisch ist eine furchtbare Sprache. Aber gut, scheiß drauf. Wir wollten die Anmoderation in Bayerisch, es hat nicht funktioniert, weil keiner kann Bayerisch und keiner versteht Bayerisch. Wir verstehen nicht mal den bayerischen Text. Also, moin Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Motortest vom Ford Mustang Shelby GT 500 mit zwei eingekreisten Rs. Und zwar die Road Force One Edition. Mit, ich sag jetzt einfach mal, einer meiner Lieblingsfolien in Motorfest, weil ich habe abends blöd einfach mal durch Instagram Reels gescrollt und sah dann diese Folie digital erstellt auf einem Mustang von Itachi aus Naruto und habe das aus Spaß an Mika geschickt, einen unserer Top-Designer, der auch Naruto-Fan ist, und er hat sie halt eiskalt 1:1 nachgebaut. Und dadurch haben wir jetzt hier diese 1:1 Kopie von einer, ja, ich sag mal, Instagram-Design-Folie. Ich weiß nicht, ob die in echt wirklich existiert. Für den Road Force One Shelby GT 500. Ansonsten haben wir neue Settings auf der Karre. Der Wagen ist vorbereitet, alles wie üblich. Und wir haben sogar ein Thema anscheinend schon. Von daher sind wir meiner Meinung nach einsatzbereit, wann immer Marcel soweit ist. Pyro ist auch wieder anwesend, macht hier ein bisschen unseren Textmoderator, falls da irgendwas ist und wir mal wieder nichts zu reden haben. Nicht, dass das jemals passieren könnte. So, okay. Jungs, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, hallo. Marcel, bist du einsatzbereit? Bin ready. Dann würde ich sagen, für diese Woche letzte Motortestnummer. Und nach dem Video, wieder nicht direkt wegschalten, losen wir die Fahrzeuge für nächste Woche aus. Weil nächste Woche haben wir ja auch kein neues Auto, ne? Das heißt, da müssen wir wieder dreimal auslosen. Korrekt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die Runde in 3, 2, 1, los. Ich bin gespannt. Der Wagen ist ja an sich nicht schlecht, oder? Wo steht der auf dem Ranking? Relativ weit unten. Ja, aber ist für einen Mustang ist er nicht scheiße. Das ist richtig. Der kriegt aber den Design Award. Da sieht er cool aus. Ja, ist eins der coolsten Autos optisch. Der muss fahrerisch nicht der beste sein. Mika, nochmal viel Liebe geht raus für diese Folie. Das war so, ich habe das Mika geschickt, weil ich so dachte, würde Mika bestimmt auch gefallen. Und in dem Moment, wo ich es geschickt habe, dachte ich so, oh, vielleicht baut er die ja sogar nach. Und dann hat er mir nur geantwortet, so, ja, war klar, ne? Ich weiß genau, was du willst, wenn du mir sowas schickst. Ich sag, ja gut, das war jetzt nicht die Intention, aber ich sag nicht nein. ja, und thematisch ansonsten wurde jetzt eben vorgeschlagen, weil wir das letzte Woche im Stream besprochen haben, dass wir das mal thematisch dran nehmen. Die The Crew 2 Map versus Motorfest Map. Vorteile, Nachteile, was finden wir besser und wieso? Jetzt hat Marcel eben schon grob durchklingen lassen, was er findet. Und ich glaube, Pyro auch. Wollt ihr das nochmal, ja, ruhig auch mit ein bisschen ausführlicher wiederholen, damit YouTube weiß, was ihr sagt? Können wir gerne machen. Dann mach das. Soll ich? Willst du? Mach du halt erst. Okay. Ja, also erstmal zu, ich mach mal erstmal von dem alten Spiel zum, danach das neue. So die Map von The Crew 2, beziehungsweise ich weiß nicht, sollen wir auch noch The Crew 1 mit da reinnehmen? Weil das habe ich zumindest noch gespielt. Ja, gut, ich sag mal, die Map von The Crew 1 war ja basically dieselbe wie in The Crew 2, nur ein bisschen moderner gestaltet im zweiten Teil, aber kannst du natürlich machen. Ja, bastel's mit rein. Ich wollte sagen, die 1er, die war ja vom Umfang her sogar noch größer, weil du da länger drauf gefahren bist. Aber dafür waren die Details halt nicht so geil. In der 2er ist ja dann mehr der Detailgrad dazu gekommen, ein bisschen komprimierter geworden, was ja schon mal deutlich mehr belebt hat mit Hirn und hier Personen und sowas. Und hast halt eine große Map gehabt. Aber ich muss sagen, mir gefällt die TCM-Map deutlich lieber als die TC2-Map. Vor allen Dingen, die ist viel belebter, viel fröhlicher. Die Grafik ist einfach so deutlich besser geworden, ne, über die Jahre. Zwar ja, noch eine alte Engine, aber grafisch oder so finde ich TCM deutlich entspannter. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Definitiv. No, wie sieht's bei dir aus, Marcel? Meins. Also bei mir ist auch ganz, TCM finde ich halt wirklich bestimmt fünfmal besser als die TC2-Map. Bei TC2 ist aber das Problem, die ist teilweise so leer, dass du 10 Minuten durchfährst und einfach wirklich nur Leere siehst.
Und ich habe lieber eine Map, die ein bisschen kleiner ist. Aber dafür fährst du hier, siehst Bäume, siehst mal dein Haus oder Autos da stehen am Rand oder sowas. Einfach was die Map so ein bisschen wiederbelebt. Als ja. irgendwie so eine Leere einfach. Ja, kann ich auch verstehen, definitiv. Ist ja auch so einer der Hauptkritikpunkte an der The Crew 2 Map gewesen, bevor Motorfest kam. Dass die Map so leer aussieht. Und dann kam Motorfest und alle beschwerten sich über die kleine Map. Da muss man aber zu besagen, nehmen wir die Motorfest-Map in der Größe von der The Crew 2 Map, dann brauchen wir ein 10-mal größeres Entwicklerstudio und die Spielgröße wäre für eine normale Konsole nicht mehr tragbar. Mhm. Also so ausführlich wie die Motorfest-Map ist, baust du das auf die Größe von The Crew 2, auf die Map-Größe, dann, sorry, aber dann kannst du mit 200 GB rechnen. Das funktioniert nicht anders. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, die würde auch PCs an die Grenze bringen, sage ich auch, wie es ist. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendwo, ja, ich sag mal, irgendwo mit zufrieden geben. Ich muss sagen, ich würde nicht pauschal sagen, The Crew 2 oder Motorfest ist besser. Meine Ansicht ist da eine etwas andere. Natürlich ist Motorfest, wie ihr es beide schon gesagt habt, vom Detailgrad, von der Schönheit 10-mal besser als The Crew 2. Ich habe jetzt neulich einen Kommentar gesehen, der sich beschwert hat, ja, die Motorfest-Map, das sieht ja alles exakt gleich aus und egal wo man ist, sieht alles identisch aus. Das finde ich überhaupt nicht. Also die Motorfest-Map hat genauso sehr unterschiedliche Passagen, die sich optisch auch stark voneinander unterscheiden. Nehmen wir nur mal die Stadtbereiche, den Vulkanbereich und ich sag mal so den Durchschnitts- Offroad-Bereich, der natürlich auf einer kleinen Insel zugegebenermaßen teilweise sehr ähnlich ist. Ne? Das ist halt so, aber ist auch irgendwo logisch. Trotzdem haben wir, ich sag mal, auf die Größe der Map gesehen, offene Offroad-Bereiche, Feldbereiche. Wir haben Berge, wir haben den Vulkan, wir haben Stadtbezirke und das würde ich sagen auch in ausreichendem Maße. Wir haben Wälder, ja, also wir haben schon ganz unterschiedliche Bereiche. Und da würde ich sagen, bin ich definitiv mit zufrieden. Also rein vom Detailgrad her macht's Motorfest natürlich deutlich besser als The Crew 2. Und Marcel war das, glaube ich, hatte halt auch schon gesagt, es war halt auch einfach in The Crew 2 so. Wenn du an der richtigen Stelle warst und einfach Gas gegeben hast, bist du 10 Minuten über die exakt selbe Optik gefahren. Nehmen wir nun mal die Wüste. An der einen Stelle waren ein paar mehr Felsen und an der anderen ein paar weniger, aber ansonsten war alles gleich. Und die Felsen waren, auch wenn sie da waren, alle gleich. Die Kakteen, da gab es 3 verschiedene oder so und die haben sich immer wieder wiederholt. Tausende Kakteen und es sind irgendwie 3 Stück gefühlt, ne, übertrieben wie dargestellt. Ja. Aber da merkte man halt einfach, dass da das Spiel für die Mapgröße zu der Zeit auch einfach nicht mehr liefern konnte. So, das heißt, natürlich war an dem Punkt die The Crew 2 Map sehr viel schlechter. Aber sie hat halt auch an einigen anderen Punkten einige Vorteile gebracht, wie zum Beispiel Rennen wie New York, wo du halt einfach wirklich einen relativ langen Streckenabschnitt haben konntest durch die Wüste, der dann 2-3 Minuten auf 400-500 km/h ging und dann aber noch nicht am Ende der Map warst. Ne, die Fluchten in The Crew 2, wo du mal eben 20 Minuten für eine Flucht gefahren bist, das war natürlich auch einfach ein Thrill, das hat Spaß gemacht. Das werden wir in Motorfest so nie kriegen. Würde es in der Form nie geben. Sei denn in 10 Jahren und wir haben dann 5 Inseln, die alle miteinander verknüpft sind. Maybe. Aber in der Form wie in The Crew 2 wird es das hier nie geben. Trotzdem muss man sagen, dass das was für sich hatte in The Crew 2. Also diese langen Abschnitte, die du auch nutzen konntest für lange Rennen. Das heißt, ich vermisse ja den Streckeneditor in Motorfest, aber wenn er dann kommt, würde für mich Map-Kapazität fehlen, um die Rennen zu bauen. Mhm. Also ich meine, man könnte, keine Frage, man könnte auch hier Bergabschnitte machen, die 3-4 Minuten gehen und dann Stadtabschnitte, die 3-4 Minuten gehen. Aber dann würde einem im Rennen auch auffallen, dass man nicht durch die Stadt fährt, sondern die gesamte Stadt abfährt, bevor man sie verlässt. Und das würde schon ein anderes Feeling geben. Von daher kann ich den Kritikpunkt dann schon verstehen, ab dem Moment, wo wir solche Rennen machen können. Aber ich denke mir, wenn wir einen Rennstreckeneditor hätten, könnte man solche Strecken auf jeden Fall bauen, wo das auch möglich wäre, auch mit einer Insel. Aber es ist natürlich, und da muss man einfach sagen, in The Crew 2 hat es sehr lange gedauert, bis du das Gefühl hattest, du warst schon überall. Also ich sag mal, die Stories in The Crew 2 kamen nach 4 Jahren oder so. Und da war man ja dazu gezwungen, die Map abzusuchen und abzufahren.
Und ich habe nach 4 Jahren dann da immer noch Straßen entdeckt, wo ich gesagt habe, Alter, ich war hier noch nie. Ich habe noch nie in irgendeinem Rennen gesehen oder so. Komplett neu für mich. Das ja, würde... Das würde in Motorfest halt nicht passieren. Wenn die jetzt Stories bringen würden, ich wüsste von Anfang an genau, wo ich hin muss. Ich habe alles schon gesehen und das nach einem Jahr im Spiel. Und wahrscheinlich wäre es nach einem halben Jahr schon genauso gewesen, ne? Ich glaube auch. Also, ja. Da muss man sagen, da hat die The Crew 2 Map halt Möglichkeiten gehabt, die wir in Motorfest so nicht haben. Aber das gehört halt dazu. Das ist der Abstrich, den wir machen dafür, dass die Map deutlich belebter und deutlich schöner ist. Auch wenn das ja einige Leute irgendwie angeblich nicht so sehen. Ich verstehe nicht, wie man so, das so sehen kann, dass die The Crew 2 Map schöner war als die Motorfest Map. Größer, ja. Schöner, also ernsthaft? Den Kommentar möchte ich sehen, der das sinnvoll darlegt, warum die Map schöner ist. Der nicht nur begründet, dass sie größer ist oder dadurch halt mehr verschiedene Biome hatte. Was vollkommen klar ist, wenn man komplett Amerika abdeckt. Dass eine Hawaii-Insel nicht mehr Biome hat als Amerika, oder? Ne, USA. Ist ja... Sorry, aber das ist ja logisch. Ja, ja. Was halt fehlt in TCM, wären halt Tiere und Leute, die halt irgendwo da rumdackeln oder sonstiges. Ja. Wie in TC2. Das stimmt, das ja. Das ist so ein bisschen das, dieses Live-Action, was hier auf der Karte fehlt. Ja. Definitiv. Da gebe ich dir recht, die Map ist... Es gab zwar am Anfang diese anderen Autos, ne, die rumgefahren sind, aber das war halt auch echt, ja, ich sag mal... Achso, du meinst die Geister? Ja, ja, die Disney Replayers. Ja, ja, die gab's am Anfang, aber die hat halt jeder ausgestellt, weil die haben genervt. Die Fußleute allerdings waren halt irgendwie cool. Ja, also die Personen, die NPCs, die einfach rumgelaufen sind. Das war halt irgendwie cool in The Crew 2. Ich gehe aber davon aus, in dem Moment, wo die wieder Menschen auf die Straßen setzen würden, hätten wir Toyota zum Beispiel in dem Spiel wieder verloren. Ja, ich glaube, deswegen haben wir Toyota drin, dafür aber keine Menschen. Ja. Und da muss ich aber zu sagen, ich finde, das ist dann aber auch wieder pingelig auf einem hohen Niveau, weil stört mich nicht. Stört mich wirklich nicht. Also ja, wäre auch optisch was Schönes, wenn da so Menschen rumlaufen würden, aber ganz ehrlich, in The Crew 2 habe ich nur eins mit den Menschen gemacht, und zwar zu versuchen, sie zu überfahren und im Fotomodus aufzunehmen, dass sie es nicht geschafft haben, auszuweichen. Ja. So. Ansonsten haben mich die Menschen in The Crew 2, die da rumgestanden haben, nicht interessiert. Das ist dann halt wieder, man meckert dann über etwas, was einen aber eigentlich überhaupt nicht stört. No. Also mich zumindest nicht. Mag anderen anders gehen, mich stört's nicht. Also ganz im Ernst, im echten Leben wäre ich froh, wenn nicht irgendwelche Leute quer über die Straßen laufen würden. Die gehen mir nur auf den Sack. Das ist richtig. Vor allem in TC2 hattest du ja sogar Fotoaufgaben für die Tiere. Ja, du musstest ja bestimmte Tiere finden in bestimmten Bereichen und dann davon ein Foto machen, noch mit ja. einem bestimmten Wetter. Okay, gut, das Wetter kannst du einstellen, das ist ja relativ. Keine Frage. Aber es gab auch, glaube ich, in, war das TC1? Da gab es auch, glaube ich, Erfolge für finde das Einhorn, finde den Yeti und sowas. Da gab es so Special-Tiere. Es gab in The Crew 2 den Bigfoot zum Beispiel, den du finden musstest für eine Fotoaufgabe oder so. Definitiv. Das war bei TC1 gab es das aber auch. Ja, das kann sein, aber es gab es auch in The Crew 2, definitiv. Aber in TC, ja, aber ich glaube, da gab es nur Bigfoot. Das Einhorn gab es in TC1, genauso wie den Wal an dem ja, bestimmten Strand. Das kann natürlich sein. Aber da komme ich tatsächlich zu dem letzten Punkt, auf den ich auf jeden Fall noch hinausgewollt hätte. Nämlich, dass das genau die Dinge sind, die in Motorfest so ein bisschen fehlen. Die kleinen, liebevollen Details. Ja, wir haben eine sehr detailreiche Karte mit viel Variation und alles fein. Aber die kleinen, liebevollen Easter Eggs, die gab es in The Crew 1 und die gab es in The Crew 2. Und davon habe ich persönlich in Motorfest irgendwie noch nicht so das Gefühl bekommen, dass die da sind. Also in Motorfest, nö. In The Crew 2 gab es, was gab es noch? Es gab Bigfoot. Es gab dann den Hinweis auf dieses uralte Arcade-Alien-Spiel. Wie heißt das nochmal? Wo die Container so aufgestellt waren. Alien Invasion oder wie das da hieß. Ja. Alien Invader, ist da irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, dann gab es kurz bevor dieses Alien-Rennen rauskam, eine Zeit davor irgendwann, gab es dann so Hinweise auf der Map, die mit dem Update einfach dazugekommen sind. So irgendwelche Monolithen, die irgendwo auf der Map standen. Genau. Ne, solche Dinge. Und dann kam plötzlich dieses Alien-Rennen, wo ein Raumschiff über dich fliegt. Ne, solche Dinge. Die gibt es in Motorfest bis jetzt, finde ich, noch ein bisschen zu wenig. Also ja. So kleine...
kleine Hinweise, Easter Eggs und funny Sachen fehlen halt noch. Sei es ein Einhorn, sei es ein Bigfoot. Keine Ahnung, stell mir eine Disney-Kooperation mit einem scheiß Maui auf dem Berg hin. Ja, der da rumläuft. Space Invaders, das ist ein Street-Logo, Monolithen, es gab die Dinosaurier, die da mit drin waren. TC1, TC2, die Help-Insel, da gab es ja die Insel, wo dann dieses Help drauf stand. Genau. Also es gab ja, ne, hier in TCM hast du es mit dem Ubisoft-Logo, in dem, wo ja. du durchfährst in dem einen Event, okay. Das ist so das, aber... Aber das ist auch kein liebevolles, verstecktes Easter Egg, das ist die Mitte der Map und das wird sogar in einer Playlist als Ding hervorgehoben. Okay. Ja, richtig. Ne, also, es fehlt ja, ein bisschen an liebevollen Easter Eggs. Und da muss man sagen, das wäre auch in der Entwicklung eine Sache gewesen, da lässt du ein, zwei Leute dran arbeiten und dann hat sich das. Ja, aber da, ich glaube, da ist halt wieder so ein bisschen das Problem, dass, ja, ich sag mal, Game-Entwickler da, glaube ich, immer mehr zu sehr als Firma denken. Ja. Die Liebe zum Detail mag schön sein für Spieler wie uns, wir sind aber das untere 1%. 99% richtig. Der Spieler hätten das nie gesehen, hätten es nie erfahren, hätte es einen Scheiß interessiert. Und dann macht man es auch nicht, weil das für die Firma dann nicht lohnenswert ist. Früher ging es halt mehr um auch die Liebe zum Spiel und schöne Sachen da einzubauen, weil man was Schönes kreieren will. Das würden aber die meisten nicht sehen und deshalb macht es für den Entwickler keinen Sinn. Die meisten Easter Eggs siehst du ja noch immer so mehr aktuell Indie-Spielen nur noch. Also weil wirklich nur ein, zwei Leute an den Spielen entwickelt haben. Genau. So, gucken wir mal rein. Was habt ihr hast du für eine Zeit, Marcel? Ich sehe schon, Smart hat eine 1240. Da kann ich natürlich im Leben wieder nicht mit. Das ist schon eher in meiner Richtung. Ich habe eine 1312 gefahren. Da ist er. Platz 37 aktuell. Mittig unter meinen Street Jet 2 Fahrzeugen. Sehr, sehr schön. Und nach wie vor bei dem Auto, ganz ehrlich, die Zeit absolut dahingeschissen. Upsala, falscher Knopf. Aber eins der schönsten Autos, was wir haben. Ich liebe den. So, okay. Ich wäre bereit zum Auslosen, meine Lieben. Ja, aber wie gesagt, Motorfest-Map klein und schön. The Crew 2-Map groß und hatte einige Möglichkeiten, die wir jetzt halt nicht mehr haben. Aber ich muss sagen, diesen Abstrich mache ich gerne. Finde ich vollkommen okay. So, erste Kategorie, 385. Das wäre Racing. Zweite Kategorie mit 172 ist Street Tier 2. Da muss ich wieder einmal hin und her. Und dritte Kategorie mit 443 ist Hypercar. Also es wird schnell nächste Woche. Und wir fahren... Oh, ernsthaft? Also, wir fahren in Racing den Nissan GT-R, Nismo GT3. In Street Tier 2 wieder dienstags. Ich weiß nicht warum. Die Kawasaki Ninja H2 in Street Tier 2. Könnt kotzen. Und in Hypercar den Maserati Alfieri Concept. Gut, okay. Der Nissan kann schon nicht lackiert werden und die zwei Autos kriegen Folien. Du meinst das Motorrad und das Auto? Oh Mann, ich hab da so keinen Bock drauf. Warum das Bike? Und ich sehe schon, Smart hat schon... Digga, ich habe die Aufnahme noch nicht beendet von dieser Folge. Und Smart hat jetzt schon in unser Sheet die nächsten drei Fahrzeuge eingetragen hier. Der Mann ist richtig schnell. Na gut, Leute. Das soll es an der Stelle gewesen sein vom Motortest. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt Themenvorschläge in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer zur nächsten Runde. Macht's gut. Bye, bye.